Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. No Place Like Home. Ja, ist ein lustiges Spiel. Nee, keine Ahnung, also ist so eine Art Crafting, Open World, wie auch immer, und mit so relativ lustiger Grafik. Ich schau mal hier eben gerade die Einstellungen durch. Gut, ja, wird schon passen. Keine Ahnung. Übernehmen und schließen. Es geht darum wohl, die Menschheit ist ausgezogen auf den Mars oder auf den Mond. Ich glaube auf den Mars. Und hat aber alles hier vermüllt zurückgelassen. Und irgendwie so ein Mädchen ist da irgendwie am Opa besuchen, der noch hier ist, und aber irgendwie geht da was schief, der Opa fehlt, und ja, die muss dann versuchen, die Erde wieder neu zu reinigen, damit sie neu bevölkert werden kann, irgendwie so. So, ich muss mal eben hier da mal ein bisschen aufdrehen, so dass ich mich besser höre. Wunderbar, so ist gut. So, dann keine Ahnung, ja, wir drücken einfach mal auf Spielen. Leere Platz. Hier, Hühnchen, Schweinchen. Also es ist eine Farm, die Farm vom Opa irgendwie so. Und leere Platz. Keine Ahnung. Kann ich hier? Ja, okay. Na gut. Wir nehmen mal scharf leere Platz und spielen. Ich hoffe mal, es gibt eine Einführung und ein Intro. Damit ich weiß auch, worum es geht. Wähle einen Spielmodus kreativ. Du kannst von Anfang an kostenlos auf alles zugreifen. Abenteuer, ein leichtes und entspanntes Spielerlebnis. Da setzen wir das Huhn mal auf Abenteuer. Finde ich, ja, würde ich mal sagen, ja. So, spielen. Loading. Hier ein drehendes Hühnchen. Also es hat offensichtlich sehr viel mit Hühnern zu tun. Hier ein Hühnchen und da ein Hühnchen und hier ein Hühnchen und da ganz viele fliegende Hühnchen. Nein, das sind natürlich Vögel. The Gang. Das ist die Gang. Okay. Also offensichtlich so wie ich gesagt habe, sind das zwei Musiken übereinander? Moment mal. Okay. Okay, jetzt ist besser. Da waren gerade zwei Musiken übereinander. Ich sehe gerade, V-Sync ist ein bisschen... Bei mir ist es ein bisschen komisch hier. Ist es aus oder ist es an? Vertical Synchronization. V-Sync war an. War aus. Ich mach's mal an, mal sehen, ob es dann besser ist. Ja. Ach, und die Maus könnte ich noch ein bisschen... machen wir mal auf 0,8. Hier auf auch 0,8. Ich weiß nicht, warum das einzeln ist. Ja, so ist ein bisschen besser. Ja, und jetzt ist die Synchronisation auch besser. So, was kann ich denn hier machen? Also, Tutorial, was hat die denn da? Ach, das ist ein Schrottsauger. Kann ich nach hinten gucken oder so? Kann ich irgendwie... Huch. Okay, man kann auch mit irgendwas schlagen. Und Wasser irgendwo hingießen. Oh, sollte ich vielleicht lassen. Ja, also
offensichtlich ist Grandpa noch hier auf der Erde. Und bevor er zum Mars fliegt, hat sie gedacht, besucht sie ihn mal nochmal. Und ja, wir schauen mal. WASD. Und Tab ist das Inventory. Quests. Opas alte Farm. Willkommen zu Hause. Es ist schön, wieder zurück zu sein. Noch schöner wäre es, wenn mir jemand beibringen würde, worauf es beim Betrieb einer Farm ankommt. Eine Art Handbuch wäre auch nicht schlecht. Vielleicht gibt es ja jemanden, der mir hilft. Finde jemanden auf der Farm, der dir Tipps geben kann. Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Wir sind ja im Moment keine Karte verfügbar. Im Moment noch beim Tutorial. Kochrezepte. Kartoffelpüree, okay. Ja, Tierfutter, okay. Errungenschaften sammeln. Gut, das war Tab. So, WASD. Also können wir sie mal ein bisschen anschauen. Interessantes Outfit, ich sag mal so. So, was ist das? Shift. Schneller. Okay. Und Space. Ah. Müll wegsaugen. Okay. Was für ein Müll. Und ein ganz schleimiger Müll. So, was haben wir hier? Linke Maustaste schlagen. Und drücken ist irgendwas anderes. Also, das ist schlagen. Und das ist bohren. Ich muss mein Gerät verbessern. Benötigt. Okay. Und den Müll können wir auch gleich aufsaugen. Okay, hier geht nichts. Und da fallen irgendwelche Dinge weg. Okay, die kann man einsaugen und dann sind die Müll. Ja, beides, saugen und schlagen gleichzeitig, geht auch. Ah ja. Okay, wir haben offensichtlich auch irgendwelche Gegner, die mir auch wehtun. Her mit den Batterien. Und hier kann ich nicht. Ne, das ist zu harter Müll. Harter Müll. Okay, okay. Also, Spinnen. Viechers. Eins. Grillgitter? Keine Ahnung. Grillrost? Und zwei springt dann auf Grillrost. Ja. Wahrscheinlich. So, was? Eins, zwei, drei. Aha, hin und her. Pflanzen und dann ablegen. Achso, auf zwei. Ah, und dann mit der Maus. Ah ja, okay. Ja. Gut, da haben wir was gepflanzt. Ja, schön. Mir gefällt das Vogelgezwitscher. Jetzt ist leise, ohne Musik und so. Ah, Wasser können wir auch... Moment mal, müssen wir das wässern? Wasser können wir auch aufsaugen. Ist voll. Und was war das? Rechte Maustaste war das. Wässern, ne? Ah. Ah ja, also so kann man offensichtlich Dinge anpflanzen. Und hier komme ich nicht ins Wasser rein. Ah, okay. Ah, habe ich vorausgegriffen. So, alles bewässern. Gut. Ich muss die Pflanzen täglich bewässern. Moment. E. Also wenn Symbol kommt, dann plus E, dann Kartoffel im Inventar. Ah ja. Ah, schön. Und was ist das hier? Dingens da plus E, Kartoffelbrei. Ich sehe das Schild so ganz schlecht. Ah, ja. Was ist das hier für ein Haufen? Und dann Haufen und dann Backsteine. Hä? E.
Müll. Aha, ein Recycler ist das. Recyceln. So. Wird ausgepresst. 15. E. Und warum 2? 2. Kartoffel. Passiert nichts. Das ist doch Kartoffelsalat oder Kartoffelbrei. Ach so, ach, das soll mein... Ah, das soll unten die Leiste sein. Ah, okay. Auf 1 ist Kartoffelbrei, Salat, wie auch immer. Und auf 2 ist dann Müll. Und mit Müll in da... Und dann kann ich sagen... Und dann kriege ich diese Steine. Ah ja. Was haben wir hier? Ein Kochtopf plus E. Den Kartoffelzeug. Kartoffeln, dann gibt es da Bratkartoffeln. Offensichtlich. Kochen. Ah, eine Kochinsel. Kartoffeln da rein. Hm, oh, Herzchen. Ne? Plusse. Benötigte Zutaten, 2 Kartoffeln. Kartoffelpüree. Ja, mach mal. Kochen, kochen. Kartoffelpüree. Geht da noch mehr machen? Ja, guck mal hier. So, nochmal 4 Stück. Kochen, kochen. Kartoffelpüree. Habe ich nochmal. Ja, habe ich noch mehr. Ja, noch mehr Kartoffeln. Achso, man kann immer nur 2 kochen. Ah, okay, ich verstehe. Ja, gut. Ja, so. Wir sehen auch eine Tageszeit da oben. Die sich aber nicht ändert. 7 Uhr. Oh, ah, nein, seht ihr nicht. Da bin ich drüber. Ja, also, hier so. Da ist so eine kleine, so ein Holzding. Und da ist halt, ja, da steht 7 Uhr. So, was haben wir hier? Was ist das denn? Oh, jetzt habe ich aber keine Kartoffeln mehr. Konservieren. Kartoffelpüree. Huch. Das ist ja ein seltsames Gerät. Flump. Fertiggericht mal 12. Ah, okay. Jetzt habe ich fertig konservierte Kartoffeln. Und das soll ich mir alles merken? Hä? Okay, was ist das hier? Bücherregal Zeug mit Kaktus drin und dann plus E und dann gibt's irgend sowas und dann das da und dann ja, keine Ahnung. Was? Plan. Trainingshühnerstall. Tutorialpläne. Plankosten. Fertiggericht. Ein häufiges Zahlungsmittel. Das macht dich, was? Echt fertig, wenn du nicht genug dabei hast. Ach, deswegen Fertiggericht. Damit wird Nachwuchsfarmen beigebracht, wie man Hühnerställe baut und sich mit Hühnern anfreundet. Anfreundet. Funktioniert nicht außerhalb des Trainingsgeländes. Wir haben 12 Fertiggerichte, es kostet ein Fertiggericht, also Plan lernen. Neuer Plan freigeschaltet, Bauwerke, Trainingshühnerstall. Ja gut. Sehen wir den irgendwo? Mal schauen, Inventar. Quests. Inventar, Karte, Sammlungen, Briefmarkensammlung, Pflanzensammlung, Federnsammlung, Kochrezepte, Errungenschaften, Entdeckungen, Kochen, okay, Tiere, okay, Pflanzen, ja, schön, ja. Ja, nee, weiß ich nicht. Ist das da irgendwo? Nö. Ja, nö, haben wir nicht. Sehen wir nicht. Naja, gut. So, was ist das denn hier? Ein komisches Ding, plus E, Hühnerstall, plus Backsteine, dreckige, gleich Hühnerstall. Also das hier ist wohl offensichtlich, ah ja, hier ist so ein Plan und da ist so ein bisschen Werkzeug und Planbesitzer. Hier findest du die Person, die den Plan für diesen Gegenstand verkauft, sowie eine kurze Beschreibung, wo sich diese Person aufhält. Diesen Gegenstand. Planbesitzer sind offensichtlich wir. Herstellungskosten. Ressourcen. Grundressource, die aus Müll gewonnen wird, dient in Läden als Zahlungsmittel. Aha. Eines Tages wirst du vielleicht herausfinden, wie daraus eine Währung geworden ist.
Da bin ich schon sehr gespannt. Gut, kostet 1. Wir haben 15 Backsteindinger. Huch, und da ist es schon. In unserem Inventar offensichtlich. Ja, da ist es. Nee. Nein, zurück. Ja gut, ja. So, und jetzt 1, 2, 3 bis zum Hühnerstall und dann hin und dann Hühnerstall setzen und so kann man es abbrechen. Soll ich den hier hin tun oder was? Ja gut, dann 1 und so. Und, ja, so, hier am Rand. Oh, zack, Hühnerstall. Mit Rädern. Mobile Chicken Home. Ja, schön. Und ach, ah ja, mit auch Kamin, ne? Ja, Hühner und Blumentopf und ja, schön. Hühner haben auch gern einen Ofen. So, was ist das? Ich weiß nicht. Da, Kartoffeln, da lagen Kartoffeln rum. Huhn sagt Kartoffel. Plus E. Kartoffel auf Huhn, gleich Huhn, liebe Hühnerstall. Hallo Huhn. Kartoffel. Oder E. Tier befreundet. R. Öffne das Tierinventar. R. Tiernamen eingeben. Bertha. Was ist das? So. Das ist Bertha. Und hier du? Kartoffel? Und du? Kartoffel. So, R. Trude. Und du? Oh, Ei. Oh ja. Gib mir dein Ei. Halt, halt. Du auch. Ei. Für mich. Danke. Du hast noch keinen Namen. Bertha, Trude, Liesel. Muss ich hier das Liesel da reinziehen oder so? Nö. Hier ist alles leer, keine Ahnung. R. Keins ausgewählt. Ja, hier. Inventar, Karte, Sammlungen. Errungenschaften, Tiere. Ja, keine Ahnung. Hier Hühner. 5 von 5, 3 von 5. Ach du dickes Ei. Ja, gut. Weiß ich nicht. Kann ich einsaugen? Nö. Hühner kann man nicht einsaugen. Aber offensichtlich tippeln die zum Hühnerstall. Tipp, tipp, tipp. Tipp, tipp, tipp. Back, back. Back, back, back. Naja, gut, okay. Ja, weiß ich nicht. Scheint legit. So, was haben wir hier? Kiste plus E. Gleich im Inventar. Irgendwas Rotes. Plus E. Gleich. Die Kiste hochschieben. Aha. E. Im Inventar. 4. Moment mal. Muss ich das da hinschieben? 4, passiert nichts. Ah, hier. So. 4. E. Okay. Koffer. Was war das? Ich habe irgendwas aufgenommen. Ich weiß nicht, was das war. Was ist da drunter? Container. Da sind irgendwelche grünen Container. Kann ich die Kiste auch wieder mitnehmen? Nö. Ah, die ist dann da fest. Okay, gut. Das, ja. Naja, gut. Was ist das? Das scheint böse zu sein. Oh, das spuckt. Igitt, igitt. Eingesaugt. Eingeklopft. Was ist denn das hier für ein Bohrer oder was? Okay. Also, das sind spuckende, böse Tiere. Böse Roboter-Dinger. So. Zaun. Mit Schalter. Notaus. Notaus gedrückt, Türe offen. Oh,
Da sind wieder welche. Kiste plus E gleich irgendwas. Irgendwas gleich fliegende Henne. Oder so. Hä? Was ist das? Vier. Fünf. Kommen jetzt die Hennen geflogen? Nö. Ah. Das ist praktisch. So, saugen wir mal Müll auf. Können wir nicht. So, hier haben wir noch ein bisschen was. Ja, auch. Ein Pizzakarton. Da ist schon wieder so ein Ding. Ja, machen wir gnadenlos fertig. Mit unserem Bohrer. Der braucht offensichtlich keine Energie oder irgend sowas. Schön auf. Voll die fetten, hässlichen Müllberge mit Tomaten, nein, mit Bananenschalen drin und so. So, okay, gut. Wir reinigen die Welt vom Müll. Wir haben viel Müll. Wie viel Müll haben wir denn jetzt? Und was ist das da? Auf 6? Was sind diese komischen Vier? Was ist das hier? Ein Huhn oder hä? Also das Tutorial ist ein bisschen, ja, wirft irgendwie mehr Fragen auf als... Ach, das ist Erde 6. Ah, okay. Naja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir... Huch. Mit Bart hängen geblieben. Machen wir erstmal eine kleine Folgenpause und sehen uns dann morgen wieder. Wenn es wieder ist, time to play hier bei No Place Like Home. Jo, bis dahin macht's mal gut. Tschüss.